Am 27. Mai eröffnete Familie Kerle ihre Metzgerei in Bad Schönborn-Mingolsheim. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um die in eigener Schlachtung hergestellten Produkte zu erwerben oder direkt im Imbiss einen Snack zu genießen. Lokalmatador sprach mit Michael Kerle, dem Inhaber der Metzgerei. Die Lage hier ist mehr nahezu perfekt. Das war von früher her eine Gaststätte, die verpachtet war. Und der viele Pächterwechsel hat uns dazu bewogen, das Geschäft selber zu betreiben. In dem Sinn, es lag nahe, eine Filiale zu eröffnen, weil wir in Gronau ja das Hauptgeschäft haben. Und dann können wir das selber alles auf die Füße stellen und wir hoffen, dass das uns gut gelingt. Wir sind ein selbstschlachtender Betrieb und aus diesem Grund denke ich mal, dass wir uns von den Mitbewerbern abheben können. Die Zukunft wird wahrscheinlich bringen, dass immer mehr Metzgereien das Schlachten einstellen. Wir wollen dabei bleiben und wir hoffen, dass wir auch auf der richtigen Schiene sind damit.